Es ist cool, was das ist halt richtig cool gemacht. Das wird lustig für euch, wenn dann die ganze Wow, warte, das Spiel ist gerade voll laut, warte mal. Das, der Motor ist mega laut, warte. Aber ich glaube, du wolltest sagen, wenn die runterschießen, oder? Genau, wenn die dann anfangen mit den NGs auf mich schießen. Guten Abend, Defter. Ich weiß nicht, inwieweit man ihn noch hören kann, aber es ist mega laut. Das ist ja mega lustig. Wie sie mich angucken, ey. Das ist voll creepy. Lass mich in Ruhe. Ey, das ist cool gemacht mit den Booten. Ohne Scheiß. Das ist richtig cool. Das ist auch ein Top-Feeling, wenn du dir mal vorstellst, dass er findet, dass du fahren. Also. Man versteht dich gerade nicht gut, Darian, das ist zu laut, glaube ich. Versteht. Ja, gut dann. Warte kurz, wir sind gleich da. Ich glaube, dann bist du erstmal mit was anderem beschäftigt. Ja, ich glaube es nämlich auch. Ja, weißt du, das ist halt richtig cool. Das ist halt richtig, richtig wieder hier. Hier ist er, du sagst James Ryan Stimmung, ey. Richtig cool. D-Day, Landung mit dem Boden. Und alle sterben gleich. In binnen von Sekunden. Oh, war ja. Okay, so viele Schüsse kommen gar nicht. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Die alle dahinter positioniert. Jetzt kannst du reden, jetzt sind die Boote leiser. Ich hätte jetzt am liebsten in einem G, also. Das wäre viel interessanter. Ja, ich werde aber schon heiß die Leute drum. Beschossen, wie verrückt. Da liegt schon der erste Tote. Oh, war ja, ey. Ich bin unterdrückt, ich kann nichts machen. Das ist ein feindlicher Scharfschütze da oben, okay. Genau. Keine Chance. Ach da, ich sehe das Mündungsfeuer. Shit. Ein. Ja, auf jeden Fall, im Bunker sind welche drinne. Zwei Köpfchen. Lady, wo steckst du rum? Lass mal zu lang laufen. Ich möchte nicht hier alleine rumliegen. Ich glaube, die Hälfte ist einfach kaputt. Sie sagt nichts mehr. Shit. Ich will bloß nichts mehr sagen. Ja, das ist. Mich hat eine Artillerie-Mörser kaputt gemacht. Sehr schön. Ich glaube, Smoken ist echt wichtig hier am Strand. Sowieso, ohne Rauch kannst du gar nicht vorgehen, also kannst du vergessen. Von der Scharfschütze hast du ja eigentlich eine gute Übersicht, aber du kannst ja nicht ziehen, weil du die ganze Zeit unterdrückt wirst. Und dann heißt, kannst du halt nichts machen. Ja, dann ziehst du jedes Mal dagegen. Probieren immer vorzugehen, mit viel Rauch in die Caps vorzurücken und überall Decken suchen. Wenn du stehst, wirst du, glaub ich, sofort. Jetzt stehst du da beschossen. Ja, super. Ja, geil. Wer auch sonst, ist es Guderian. Wenn es Gebieter nicht ist, dann ist es Guderian. Einer von den Beichen ist es immer. Du bist irgendwo im Busch oben, hat er mir gesagt. Irgendwo zwischen Stacheldraht und Busch. Genau, da liegt. Aber. Ich liege eigentlich da, wo ich vorhin auch war. Ja, das Ding ist halt, ich komme da nicht hin, weil der ganze Smoke da jetzt ist. Ich sehe da nichts mehr. Also die Frage an den Chat oder den Zuschauer, die hier dabei sind, wer von euch hat denn noch kein Rainbow Six Siege oder wer hätte denn Interesse dran? Vielleicht haben wir nachher auch das Glück, dass manche sagen, sie möchten es nicht oder haben es schon, dass da welche weniger mitmachen. Weil der Key muss raus heute, der muss weg. Möchte ihn nicht mehr haben.
Okay, Maxilla hat schon gemeldet. Guten Abend, Hawk. Schön, dass du da bist. Also gut, ich zieh auf diese Area, wo du bist ungefähr, aber ich sehe niemanden. Ja, ich werd beschossen, also. Okay, Pete Kass ist auch noch dabei, sehr schön. Ja, ich weiß, du wirst beschossen von meinem MG-Schützen, der rechts neben mir steht. Ist er noch immer noch da, dein MG-Schütze? Weiß ich nicht. Der ist noch da, ja. Ich glaub jetzt nicht mehr. Das ist da noch, okay, da war es ein anderes MG-Schütze, das ich gerade. Das ist, Terran Republic Unit 96, den kenn ich auch. Ja, ich glaube, der ist sogar unten bei dir auch im TS. Ja, stimmt, der ist mit Moskito im TS, glaube ich. Jetzt hat er mich. Jetzt hat der im MG 43 oder sowas? 34? Der hat 34er da. Wow, jemand hat mir gefolgt und ich kann es nicht lesen, weil mein Ding so leise, so klein ist. Danke fürs Folgen, wie immer es war. Ich kann es aber nicht sehen. Das Bild ist so klein. Moment, ich mach's mal größer. Ach Gott. So. Wenn was war, vielen Dank. Kannst du ja gerne mal in den Chat schreiben. Also Hawk, Rainbow Six Siege ist gar nicht so Hardware fressen. Also bei Lady geht's auch und sie hat einen Laptop. Also das geht wunderbar eigentlich. Ah fuck, gut, ich war gerade ins Spiel gekommen, Mensch. Du Sau. Und ich habe gerade gewusst, wo er gelegen hat wegen der Killcam. Die hat sie nämlich aktiviert. Ach so. Ach ja, stimmt. Ach, ja, klar. Gut, ja, es erklärt einiges. Okay, haben wir auf jeden Fall einige Interessenten. Noch einige Deutsche, die auf mich schießen. Hallo Chris, schön, dass du da bist. Ich war's. Sehr schön. Ach, komm schon, ey. Sniper ist böse. Also die Map ist echt böse als Amerikaner am Anfang. Kommst einfach nicht da hoch. Und von den Booten aus zu schießen, das Sniper ist echt unnormal. Du triffst da niemanden. Trotz 300 Meter Visier. Einfach viel zu groß die Entfernung. Ja, das ist halt das Ding. Du siehst halt nur kleine Köpfchen und die bewegen sich jetzt in die Meter und dann ist es schon weg. Das ist halt das Ding. Das ist halt kacke. Aber so war's damals. So ist es passiert. Vielleicht noch ein bisschen blutiger, ein bisschen noch mit mehr Leuten, aber. Ich seh grad noch so. Das wäre lustig, wenn du. Die Map mit 126 Mann, das wäre bestimmt lustig. Ja, ich sehe gerade, das Server ist, glaube ich, voll, oder? Kann das sein? Also fast. Voll? Warte. Also auf jeden Fall. 57 Leute sind drauf. Wo siehst du das, 57 Leute? Sieht man das? Steam-Menü schauen, einfach auf Spielinfo gehen und dann siehst du es. What? Spielinfo? Du gehst jetzt einfach so, wenn du auf Chat, wenn ich jetzt zum Beispiel auf deinen Chat ja, bin ich, bin ich. Auf Spielinfo ansehen und dann steht da Karte, Spieler, etc. Bei mir gibt's gar keine Spielinfo. What the fuck? Die Errungenschaften, Freunde, Screenshots und noch so ein Shit. Egal, scheiß drauf. Wird schon stimmen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute im Stream gerade zuschauen, das sehe ich auch nicht mehr. Weil Twitch wieder sagt, mein Stream ist offline, obwohl er online ist. Das sind auch so Sachen, ey. Siehst du mal das gleich, wenn ich streame, ist Twitch einfach so halb kaputt. Ich hab keine 190 Ping. Hat der, wenn. Wer hat denn da von denen 990er Ping? Keiner? Ja, der Chat hat gerade gesagt, wo ich eingeblendet habe, da war gerade jemand mit 990er Ping. Das stimmt, der Kim Jung gewesen hier. Den ich ganz beschwert, dass das Spiel leckt für ihn. Der Kim Jung. Oh, ein MG. M1919 30 Kleber LMG. Achso, das ist das Ding. Sieht aus wie MG34 von der Bauart hier. Frage ist, wo bist du, Gebieter? Gebieter? Weiß ich nicht. Ja, gut, der hier. Ja. Ich sitze wieder da, wo ich vorhin saß. Ja, sehr schön. Das war aber in diesem Panzer da oben, glaube ich, irgendwo. Panzer? Wo haben wir den Panzer? Nee, bei der Pack 40 in der Nähe. Da war es irgendwie Pack 40. Wow, Wahnsinn.
Ach, jetzt hast du ein MG? Sehr interessant. Das liegt nicht an mir, das liegt an einem ESL-Event, was für die ganze Bandbreite braucht. Wahrscheinlich wieder League of Legends oder so ein Kram. Oder nee, Counter-Strike bestimmt nicht, aber bestimmt League of Legends. Das ist doch jeden Tag irgendwas. Jeden Tag sind da sowieso. Das sind da wahrscheinlich jeden Tag irgendwelche. Oder Dota. Das ist bestimmt jeden Tag irgendwie so Preisgelder von Millionen Euro, weil jeden Tag ein Turnier ist oder so. Gefühlt irgendwie. Und die ersten sind schon oben bei uns. Sehr schön. Ja, ich hab's gerade gemerkt. 8 Meter. Oder weil ich so unbedeutend auf Twitch bin, deswegen gönnt mir Twitch nichts. Das kann auch sein. Wäre auf jeden Fall nicht undenkbar. Ich stimme es nach vorne, gut, ja. Das reicht mir. Das wird bestimmt voll schief gehen. Ja, ich werde schon beschossen. Zickzack laufen. Na, komm schon. Abo Oscar, Mensch. Du Sau. Ja, ich brauche das achtfache Visier. Und dann könnte ich was machen auf der Entfernung. Was gibt's denn noch hier? Hast du es noch nicht? Nee, ich hab das nicht. Nee, es ist ein bisschen vorteilhaft, du siehst halt um einiges mehr, aber sonst. Halt für die großen Entfernungen, für die Karte ist es gut, aber wenn du dann halt wieder um so um die normalen Karten spielst, also zum Beispiel bei Rising Storm, Saipan oder irgendwas ähnliches, Guattacke-Kanal, da bringt dir das Ding überhaupt nichts. Das glaube ich. Völlig fehl am Platz. Ja, für die Karte bringt es halt wirklich was, ne? Das stimmt. Wobei, sind es denn die Karten, also sind das die Waffen oder die Amerikaner wie von Rising Storm, ja, ne? Ja, das sind die Rising Storm Waffen sind drin und ja auch bei den Deutschen, die haben ja auch die japanischen Kommentare Waffen übernommen, also das ist ja von dem das Ingame. Deswegen also die Bots benennen dann Deutschen auch wie japanische Soldaten. Das müssen die noch eigentlich überarbeiten. Ja, das geht bei mir nicht. Das ist bei mir ein Bug. Das gibt's bei zwei Servern insgesamt bei Heroes of the West. Das ist meiner und noch ein anderer französischer Server, glaube ich. Das sind die Namen einfach nicht deutsch, nur einfach nur japanisch. Das heißt, Takafumi ist einfach der Hans, zum Beispiel. Das ist lustig. Das ist ein Bug, das können sie nicht fixen momentan. Sie wissen noch nicht, woran es liegt. Naja, das Spiel greift auf die Ini von Rising Storm zurück, das ist das Problem, also auf die Waffen-Ini. Ja, das stimmt allerdings. Du hast ja auch bei dem Spiel diese ganzen deutschen Waffen, die werden ja auch als japanische angezeigt. Wenn du so umschaltest, ich habe zum Beispiel eigentlich das G41-Card und er sagt mir Arisaka Typ 99. Ich sehe gerade übrigens, dass noch jemand Red Orchestra streamt heute. Mann, großer sogar, der 62 Zuschauer. Tataros Cars heißt der, na, guck an. Ich dachte, das Spiel wäre tot auf Twitch. Ich dachte, ich bin der Einzige, der das spielen darf. Mensch. Ab und zu gibt es doch Leute, die das Spiel doch mal spielen. Ja, das ist schön. Was? Ping Viper? Wieso? Ich hatte ganz normal Ping. Für Streaming ist das normal. Beschwert euch doch nicht. Was ist für ein Ping? 164, 120 mal dazwischen. Ach man. Ich schaffst du echt nichts machen mit dem Scheißvisier. Wer ist denn Strafbad mit? Und ja, wenn du mich durchlässt, dann soll ich so spielen wie Strafbad, wenn man Strafbad ist. Strafbad, kennst du die? Nee. Wer ist das? Wer hat sie gerade geschrieben? Lefter. Lefter in 0.5. Klar, also sind recht gut. Oder zumindest einiges besser als wir. Ja, warum? Was machen sie denn Schönes? Nee, es ist halt auch ein Red Orchestra Clan und die sind halt spielerisch. Um also. Längen besser als wir. Ja, gut. Ich meine, das sind Russen. Russen sind immer gut. Während Japaner, wissen Sie, die Koreaner, bei StarCraft alle wegmachen, dann gibt es halt Russen, die machen halt bei Dota, LOL und bei Counter-Strike nicht. Alles weg.
Aber wer ist denn strafbar? Was macht er denn genau, dass man gerade wie er spielen soll? Weiß ich jetzt nicht, worauf er hinaus möchte. Oh, ich bin mal da vorne gespawnt. Sehr schön. Ich habe nie eine Chance, endlich was zu machen. Hat ja nicht lange genug gedauert. Schon eine Stunde am Stream, Alter. Echt jetzt? Ohne Scheiß. Krass. Wie die Zeit vergeht. Wir sind gerade auf der ersten Karte, verdammt. Ich glaube, wir werden auch nicht mehr sehen. Also, wir wollen halt so ungefähr so 2 Stunden Stream mindestens. Wenn es noch matcht läuft, dann machen wir die jetzt noch zu Ende. Ich denke, das reicht ja eigentlich auch. Aber ich finde Omaha sowieso die coolste Karte bislang, weil das halt einfach eine bekannte Karte ist, die kennt man einfach. Du kannst dich ja auch so einigermaßen vorstellen, also auch wenn du sie noch nie gespielt hast, wie es denn aussieht. Ja, na gut, wenn du Geschichten über die DJ hörst oder sowas, dann weißt du es ja ungefähr, wie es war. Oder wenn du Call of Duty 2 gespielt hast. Wow. Die Server und die Teams automatisch ausgeglichen. Echt jetzt? Das bin ich woanders. Ja, super. Ich will aber nicht hier. Ich will bei den Amerikanern. Lady, bist du nur bei den Amis? Lady scheint nicht da zu sein. Ich hatte sie zumindest zweimal gerade AFK abgeschossen gehabt. Ach so. Ah, die ist nur bei den Deutschen. Ich musste zu den Amis. Nee, ich müsste den Deutschen. Sie ist nur bei den Amis. So rum. Jetzt soll uns. Ausgleich. Das ist echt doof. Den muss ich ausstellen, ey. Auch sehr schön, dass die Deutschen immer noch die Russen beleidigen. Schlimmst in der Wolga, Ivan. Sind doch Amerikaner. Mach lieber den Banzai an. Ach, das ist Maschinengewehr 42, der die ganze Zeit diese Sprüche raushaut. Ich dachte mir schon, was backen hier gerade rum? Kommt 1000 Sätze von den Deutschen. Aber das ist er, der macht das mit Absicht. Schlimmst in deiner Troller. Oh. Hinspeed, lass mich vorbei. Danke. Hat er nicht gesehen? Wie bitte? Hatte ich gerade eigentlich gerade gesehen gehabt. Ja, ich will kurz, ich will das Team auswählen. Ich will zu den Amis gehen. So. Ja, ich will bei Lady sein. Außerdem ist es viel lustiger, wenn ich gegen dich kämpfe, weil wir uns dann jedes Mal fertig machen können. Also du mich fertig machen kannst, ich beschwere mich. Ja, ich muss diesen automatischen Teamausgleich ein bisschen höher stellen, also nicht bei einem schon rüberwechselt. Das war, wie gesagt, das waren alles diese Settings. Ja, nee, das ist... 21-19, ja. Ja, es ist halt, das Ding ist halt einfach, ich habe das halt nicht angepasst, weil ich es einfach nur fertig umbauen wollte, die Mod drauf machen, dass es geht, und dann habe ich die ganzen Settings erstmal weggelassen. Hauptsache, es geht erstmal. Denke ich auch erstmal das Wichtigste. Na, ja, und ich glaube, so wie das. Bevor du da die ganze Zeit am Server arbeitest. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich denke, die Mod oder das Event, was wir hier planen, das ist, glaube ich, kommt auch gut an, glaube ich. Auch wenn ich mit mehr Leuten von mir gerechnet habe. Ja, jetzt haben halt schon so viele Leute im Verlauf des Jahres gesagt: Mensch, Wappe, mach doch mal so ein Community-Event, lad doch mal alle ein, lass mal zocken. Es ging aber immer nicht, weil ich so wenig Zeit hatte und das unter der Woche mal machen musste. Und jetzt ging es halt einfach mal und testweise. Ist halt doch schon fast ein Jahr wieder rum, aber. Ist halt auch nicht so einfach, das zu planen, mal eben so mal aus der Hand zu schütteln. Ich habe auch schon fast 3 Wochen jetzt gesessen, um einfach nur diesen Mod zum Laufen zu bekommen. Ja, ist bestimmt auch ein Haufen Arbeit, wollte ich auch sagen. Also bist du nicht mal da alles. Ja, ich hab da mit 2 Admins gesessen und die wussten auch nicht, was ich machen soll, weil nichts ging und. Ständig, wenn ich Heroes of the West gestartet habe, auf dem Server ging der Countdown-Modus los, das war der falsche, und dann alles gebuggt, Server gecrashed und ja. Removed Burger, wer ist denn Burger? Was macht denn der? Ich hab keine Ahnung. Burger? Oh, der Chat geht gerade ab. Hey, der Guderian weiß schon Bescheid, Samstag, 17. Oktober 2015, 21 Uhr, hört. Was war da? Ah, interessant. Hallo, Moorhuhn. Was? Am 17. Oktober 2015, 21 Uhr, hat er geschrieben. Oktober, du stellst mir Fragen. Und hallo, Houdini und Moorhuhn. Und Moorhuhn, du bekommst die Mod über den Steam Workshop. Oder du gehst ganz einfach auf meinem YouTube-Kanal, guckst dir das letzte Infovideo an über das Event heute und dann findest du einen Link in der Videobeschreibung. Dann ist alles einfacher. Oder jemand von der Community hier postet das mal eben schnell. Das wird natürlich auch gehen.
Man muss alle downloaden. Das sind, glaube ich, 6 oder 7 Daten. Das sind, glaube ich, 5 Maps und der Rest sind, glaube ich, so Daten für die Mod selber. Das sind, glaube ich, so 900 bis 1 GB. Das ist also nicht so viel. Also recht gut für eine Mod eigentlich, von der Größe her. Yes, Mosquito, you can link the workshop collection, but you must remove the HTTP because Twitch blocked it, I think. Houdini, Mensch, habe ich endlich mal jemanden, der hier moderiert? Weil Jobo ist auf Feiern. Der wollte nicht mehr. War der Jobo wieder? Ja, ich dachte, er geht zum Star Wars, aber nee. Da wahrscheinlich sind noch viele Leute. Nicht spoilern, ich muss noch. Ich muss noch gucken. Ich war gleich am Eröffnung, als bei uns rauskamen, um 0 Uhr 1 abends. Ich muss mit Lady nächste Woche gehen. Aber wir müssen jetzt alle 6 gucken, weil sie nicht Star Wars so gut kennt. Ich? Nee, nicht so viel. Wir vornherein euch mal zusammensetzen und alle 6 Teile auf einmal schauen. Machen wir nächste Woche. Ist ja Weihnachtsurlaub, von daher geht das alles. Nee, wir sind voll eigentlich mit TS. Passt schon. Danke, Mosquito. Versteht Mosquito vielleicht doch ein bisschen Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Der hat ja gesagt, er kommt irgendwo aus den USA. Hawk sagt, ich werde nicht enttäuscht sein für ein Star Wars. Okay, ich bin gespannt. Ich habe ja schon viele Gutes ich will gehört. Nicht spoilern, also. Ich habe auch schon vieles gehört, wo sie sagen so, das ist ja voll der Scheißfilm, aber ich glaube, das ist nur Trolle. Keine Ahnung. Es ist eben was Neues, sagen wir es mal so. Und ja, sag nicht so viel. Ich habe Entscheidungen, was abläuft, so. Lass mich in Ruhe, ich will es nicht hören. Und nur die jeder, der hier irgendwas spoilert, in dem Band so sofort aus dem Twitch-Chat. Ich werde schon nichts erzählen. Nichts Wichtiges. Ey, Houdini geht auch nicht auf den Geburtstag. Warum gehen denn alle auf den Geburtstag? Ich meine, ich habe schon viele Absagen gehört von heute fürs Event, dass sie zum Star Wars gehen. Und dachte mir so, toll, hättest du auch die Mühe sparen können, wenn alle weggehen, aber. Ich glaube, die meisten, die auf dem Server sind, glaube ich, so gerade. Die von Tripwire kommen vom Event. Weil die haben mir das ja geteilt, das fand ich echt nett. Ich hab den PR-Mitch angeschrieben von. Server immer recht gut füllen. Ja, ich habe halt den Entwickler angeschrieben, so hier. Teilt mal was, und hat er gesagt, ja, mach mal. Ja, da kommt ja eh nichts mehr, weißt du, die bringen ja nichts mehr. Von daher können sie auch sowas machen. Ja, das würde ich auch sagen. Also die sind ja so gesehen, die Community von denen aus ist ja eigentlich fast tot. Ja, gut. Es sind immer noch, immer noch genug Spieler. Es gab, ich hab's mal. Aber immer dieselben. Ja, das stimmt. Das sind immer die Stammspieler. Es gibt. Wobei, ich glaube, ich habe auch schon mit meinen Videos und so, habe ich auch schon ein paar angelockt, die dran geblieben sind. Kann schon sein, nee, aber es ist mir allgemein so aufgefallen. Also Red Orchestra hat ja eine recht kleine Community, wenn man es mit anderen Spielen vergleicht. Und so hochgerechnet kann man so sagen, es sind eigentlich meistens immer dieselben 2000, die hier rumlaufen. Ja, stimmt schon. Ja, es fehlt halt wieder hier das neue Spiel, ne? Also Rising Storm 2, aber das dauert halt noch ewig. Kann ich schon sagen, das ist halt noch lange, lange nicht fertig. Und ich habe auch schon geredet. Ja, ich habe schon den geredet und die haben halt gemeint, warte mal, ist denn da ein Deutscher da vorne? Moment. Na toll. Also mit denen schon geredet und hat gesagt, sie würden mir gerne das Spiel dann geben, wenn es fertig ist. Also so Early Access mäßig, so Vorabschau. Allerdings erst an alle bestimmten Spieler, die Red Orchestra schon gespielt haben. Also YouTuber kommen dann im zweiten Schritt dran, ja. Das heißt, ich bin dann quasi. Da abschauen. Erst die es am Schluss bekommen. Genau. Ich denke mal, es wird auch wieder so in die Beta-Phase dann erstmal laufen. Wow, Chris hat Star Wars gespoilert. Er hat gesagt, Lord Vader hat Atemprobleme. Du Schuft, du! Ja gut, ich weiß aber schon vom Verdor-Entwickler, dass ich halt schon über 200 Leute von meinem Channel gekommen sind. Die haben das irgendwie getrackt, keine Ahnung wie. Aber es gibt halt viele. Würde mich echt interessieren, wie sowas dann abläuft. Ich habe keine Ahnung, was abläuft. Er hat gesagt, es sind schon sehr, sehr viele von meinem Kanal auf das Spiel gekommen und das gekauft. Mensch, hätte ich da mal Provision verlangt, dann wäre ich jetzt Millionär, hätte ich jetzt einen Lamborghini in der Garage. Wäre schreisch gewesen, genau. Wäre schreisch gewesen, Alter. Ja, schön wär's. Nee, aber. Ist schon nicht schlecht, dass man da ein bisschen helfen kann, wenigstens. Ich meine auch die Entwickler, also der Map-Ersteller von Heroes of the West hat ja gesagt, er will ja einen Easter Egg einbauen mit mir. Ich bin mal gespannt, was da kommt.
Irgendwas mit meinem Logo, hat er gesagt. Ich bin da echt. Hab mich echt überraschen lassen. Ja. Ja, wie supporte ich das auch? Ich bin immer der Einzige, ich hab das Gefühl, ich bin immer der Einzige, der sowas supportet. Die anderen denken immer so, hier Minecraft, und ich mache immer so, nö, hier, das. Das ist cool. Ja gut, Minecraft, also. Das war jetzt auch nur ein Beispiel, das ist vielmehr selbst ein. Aber da werden halt Mods unterstützt und supportet und gezeigt von 1000 Leuten, hier, ich bin der Einzige. Aber es liegt ja auch an der Community. Bestimmt. Na, ich wechsle mal die Klasse, jetzt geht gar nicht mehr. Hier. Hast du gerade immer noch gespielt, den Scharfschützen? Oder? Ja, immer noch. Ich habe aber mehr geredet und auf den Chat geguckt als gespielt. Das ist das Problem, ey. Du kannst halt nicht beides auf einmal, nicht als Mann. Wenn Lady das machen würde, sie könnte alles auf einmal und könnte nebenbei noch irgendwas backen. Wo sind sie eigentlich hin? Die ist noch da, die sagt nicht viel. Ah, ist sie noch da? Die konzentriert sich immer. Wie Counter-Strike, die sagt auch nie was. Außer wenn Russen da sind, dann beschwert sich über die Russen. Zu Recht. Und da sage ich als Halbrusse, ja. Gut, Russen bei Counter-Strike sind ja auch. Also dazu muss man ja nichts sagen. Ich weiß nicht, bist du das immer gewesen oder war das Gebieter, der mal im TS-Kammer mich angeschrieben mit Zuckerbiert? Das ist immer der Gebieter. Ja, der, jedes Mal, wenn er reinkommt, tuscht er immer so Zuckerbiert. Und dann kommt der TS-Kammer Zuckerbiert. Und dann wieso der super. Sehr schön. Ja, ich soll dir von Houdini Hallöchen sagen. Hallo Houdini. Ah, ja, Star Wars, bin echt gespannt. Was mir mehr Tränen rühren wird als. Boah, es ist laut. Was mir mehr Tränen ins Gesicht rühren wird als Jurassic World. Weil Kindheit und so, weißt du? Die ersten Filme so. Jurassic World war wirklich mein erster wirklicher Film so. Im Kino. Ich war 12. Nee, ich war nicht 12, ich war 8. Ich war 8, was jetzt nicht da. Ich hätte gar nicht ins Kino gedurft, glaube ich. Ich weiß nicht, wie mein Cousin mich da reingeschlettert hat. Ich habe keine Ahnung. Einfach rein. Einfach rein. Ich glaube, damals war das wahrscheinlich nicht so schlimm. Damals hat das so viel interessiert. Ja, das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, seit diesem Counter-Strike-Amoklauf da Counter-Strike-Anführungszeichen in Erfurt, dass er quasi bei mir ja um die Ecke ist, seitdem ging das erst richtig los mit Jugendschutz-Scheiß. Seitdem ging das ja erst richtig ab hier. So, hier, Verbote hier, nur ab 18 da. Vorher war das alles so, ja, der ist halt 12, aber kauft ja einen 18 Artikel, das ist mir wurscht. Da gab es ja keine Strafen dafür, weißt du? Erst seitdem gibt es das richtig irgendwie gefühlt. Hallo, Lukas, ist auch schön, dass du da bist. Wenigstens habe ich mal einen Kill gemacht mit der BAR. Lady ist schon wieder Platz fast oben. Mensch, muss echt mehr machen. Ich meine, ich hätte auch heute Squad streamen können, weißt du, aber bei Squad ist das Problem erstens, dass es ein bisschen langweiliger zuzuschauen als Squad Orchestra, weil weniger Action. Und zweitens funktioniert es momentan einfach nicht bei mir. Das ist einfach nur am Performance ruckeln, shitten as hell, Alter. Das ist richtig schlimm. Ich habe meinen AMD-Prozessor da Nachteile. Ja? Ah, fuck, Alter. Das ist ja noch Alpha, gell? Ja. Also, wenn man es genau nimmt, ist es eigentlich noch vor der Alpha. Also eigentlich ist es noch eine Vor-Alpha. Vom muss man damit auch ein bisschen rechnen. Ja, aber ich würde es ja gerne spielen und aufnehmen. Ich hab ja vorhin schon mal versucht, aber ich kam einfach nicht. Ich habe einfach nicht hinbekommen, das irgendwas zu machen. Das geht nicht. Du bist im Spiel und hast 30 Frames und dann nimmst du auf und hast du 20. Und dann ruckelt das Spiel und dann hast du keinen Bock mehr. Das ist das Problem. Ja, das. Ich denke, das muss man noch ein bisschen vertagen, aber ich glaube, die Arbeit. Ja, das liegt aber nicht. Man muss aber ehrlich dazu sagen, das liegt nicht am Spiel. Das liegt an der Engine von also Unreal Engine 4. Der muss Epic, also ich glaube, das sind doch die Ersteller von Unreal Engine, die auf Gears of War gemacht haben, die müssen da was machen. Oh, Lady, aua, aua. Sorry, war meine Schuld. Die müssen da was machen, ja. Die haben da bei der Unreal Engine was reingebaut, dass CPUs von Intel irgendwie bevorzugt werden. Da ist irgendwas drin. Das Ding ist ja, das wird ja nicht vom Spiel selber, also diese nicht von der Grafik oder von dem Aufwand her, von der Berechnung, ist das dran, dass es so schlecht ist, sondern liegt am Sound. Weil die Sounds alle dynamisch sind und die Animationen alles und das packen die alle nicht. Das packt der CPU nicht mehr. Obwohl das packen sollte, aber das klappt von der Engine halt nicht, weil die Engine halt nicht für AMD optimiert ist. Was sehr dumm ist. Das ist halt mein Nachteil. Naja.
Ich meine, ich könnte jetzt einfach sagen, hier Leute, ja, spendet für den neuen, neues Mainboard und neuen Intel CPU, dann würde das gehen, aber nee. Ich glaube, das wird nie was werden. Wenn ich wahrscheinlich 100 Jahre sitzen, bis mal jemand da was spenden würde. Gerade zur Weihnachtszeit, das ist das Böse, da gibt mir kein Geld mehr. Das ist alles weg. Alles verkauft, verschenkt. Das ist alles weg. Weihnachten ist ein teurer Monat. Richtig teuer. Wow! Warst du das, Guderian? Nein, ich hab dich jetzt so mit meinem MG gut positioniert. Mit dem MG sogar? Ja, man hat ja meine Scharfe meine Rolle weggenommen. Was soll meine... Wow, du hast durch das Haus durchgeschossen, echt jetzt? Ach, da oben! Da war ein Fenster. Ah, verdammt. Nee, Luca, ich hab noch keinen TFA drauf gemacht, hat noch keine Zeit gehabt. Ich wollte es eigentlich auf unter der Woche machen, aber ich habe dann was für die IAK wegen der Prüfung, die ich bald habe, was gemacht. Das war wichtiger in dem Sinne. Muss man mal ehrlich sagen. Abschlussarbeiten sind böse. Viel Zeit und viel Stress. Wow, echt jetzt. Gut, dass du es nicht gesehen hast. Das war der Fail des Jahrhunderts. Hast du angestellt? Ja, ich bin mit einem BAR-Gewehr hochgelaufen die Treppe, da war ein Deutscher mit einer Pistole. Ich schieße Dauerfeuer ohne zu ziehen auf ihn. Ich treffe natürlich nichts. Er schießt eine Pistole dauerfeuermäßig auf mich, trifft auch nichts und die letzte Kugel geht in mein Herz rein. Ja, das ist sehr schön. Nee, Luca, ich mach das dann die Nacht. Weil ich muss die Nacht eh meinen PC neu machen. Jetzt kann ich es ja verraten, das ist ein Geheimnis. Ich muss meinen PC neu machen, weil ich einen neuen RAM bestellt habe. Wegen Squad, ja, eigentlich, aber jetzt, wo ich das Problem weiß, ist es eh schon zu spät, aber ist egal jetzt. Weil 16 GB, das ist, glaube ich, auch für Videobearbeitung ganz, ganz gut eigentlich. Alter Lady, was ist mit dir, ey? Du rennst halt durch die feindlichen Schüsse durch und ich werd getroffen, oder was? Der Frauenbonus. Also, ich stehe da, Ziel auf jemanden, abgeschossen, Lady rennt vorbei und ich so, ja, nö, ich nicht. Tittenbonus. Niemand will auf sie schießen. Ding ist ja auch so weit oben. Oder Luca, ich gebe dir einfach die ganzen Serverdaten, dann machst du das selber. Ne, ich mach das nachher schon. Ich meine, ich muss eh alles sichern, hab eh genug Zeit, bis Windows 10 und alles runtergeladen installiert ist. Und naja. Genug Zeit, die Nacht. Oder die Nächte, keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Hat jemand schon für euch Windows 10 drauf? Ich hab Windows 10 drauf, also. Läuft, ja gut. Meine Frage war gerade, läuft schon Orchestra drauf? Du spielst ja gerade auf Windows 10, also muss es ja laufen. Ja, ich spiel gerade. Nee, ich habe da eigentlich keine Probleme bisher gehabt. Damit. Ich habe noch gewartet, weil ich hatte nämlich beim zum Release, wo das rauskam, das Zeug, stand da und ich hab erst mal gegoogelt so, was von den Programmen, die ich nutze, geht da? Weißt du? Also Schneideprogramm, sowas ist ja kein Ding, das geht ja alles. Und dann guckt, okay, wie sieht's aus mit Red Orchestra 2? Stand gleich da in Steam so, Red Orchestra Windows 10. Da haben echt die ersten Leute gesagt, das geht momentan noch nicht, weil Unreal Engine 3, 5 das nicht unterstützt. Nach mir so, scheiße. Windows 10 aber kein Orchestra, das ist doof, aber mittlerweile soll es gehen. Also wenn du das jetzt spielst, dann muss es ja jetzt gehen. Ich hab's mir gleich eigentlich, einen Monat nachdem es rausgekommen ist, habe ich es installiert. Okay, gut, einen Monat. Hätte sein, nee, hab ich auch nicht wirklich damit drüber informiert. Ich hab mich extra vorfeld informiert, ob da alle Spiele ich auf YouTube bringen, aufnehmen und streame, ob das geht. Und dann stand da, Red Orchestra geht nicht. Vorerst. Und da dachte ich mir so, nee, da warte ich lieber noch ein paar Monate. Und dann kam mir die ganze Kram da mit diesem Spionagezeug mit Cortana und bla und da auch. Das muss ich auch noch alles machen. Ich hab keine Munition mehr. Das gibt's nicht. Gut, mit Cortana, ich benutze es nicht und ich find's jetzt auch nicht so sinnvoll. Brauch's auch nicht. Boah, ja. Ja gut, aber die einzige Sprachassistent, die ich nutze, ist Siri. Von meinem Telefon. Ja, gut. Ey, die ist cool. Ich kann sagen wieder, was sagt der Fuchs und dann... Und dann sagt die halt, chappa 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 chappa. Ja, mehr sagt die nicht. Aber ich weiß gar nicht, wie viel man da einstellen muss, dass Windows 10 nicht funkt. Leute, wieso hängt meine BAR fest? What the fuck, Alter? Ich kann keinen Dauerfall mehr machen mit der. Doch, jetzt wieder. Richtig eigenartig. Ich weiß gar nicht. Bugs.
Muss man, glaube ich, nachher mal gucken und nochmal irgendwas suchen, was man, wahrscheinlich bei Golem oder sowas, was man da alles deaktivieren muss, damit Windows 10 halt nichts macht im Hintergrund. Ich habe keinen Bock, dass ich streame und nebenbei wird dann irgendwas gefunkt und dann ist der ganze Traffic kaputt. Darauf keinen Bock. Ich meine, es ist ja schon penetrant, dass mir mittlerweile schon seit einem Monat angezeigt wird, hey, wir laden jetzt einfach mal Geheimnis vor, dass du es weißt, Windows 10 runter und installieren es einfach mal ohne deine Erlaubnis. Dachte mir auch so, what the fuck? Also stand schon einmal da, also, Windows 10 mal jetzt installieren, habe ich erstmal abgebrochen. Das ist echt nicht schön gewesen. Ich weiß nicht, was das sollte. Aber ich habe gehört, dass es auch strafbar gewesen ist. Die sind irgendwie gerade in der Mangel, Microsoft. Ja. Ja, weil sie ohne Erlaubnis halt einfach geupdatet haben. Oder wollten es installieren, oder Erlaubnis des Users. Ja, ich habe da bei Golem, glaube ich, in die Richtung nichts mitbekommen, aber... Ich weiß halt nur, dass er im Hintergrund schon alle Dateien aufspielt, aber direkt installiert ist, habe ich nicht gewusst. Okay. Lohn ist auch schon eineinhalb Minuten fertig, ne? Also eine Minute und dann ist runter hier, fertig. Nichts mehr. Naja. Omaha Beach. Und Hawkshot gerade, mit dem großen Patch gab es Probleme. Wundert dich nicht, wenn die Netzwerktreiber nicht mehr gehen. Ja, super. Ach, ich weiß nicht. Ich muss ihn aber neu machen. Es wird Zeit. Es sind schon 3 Jahre vergangen. Es ist schon so viel Scheiße drauf. Oh, das ist schlimm. Die Maps sind 209B groß, das ist schon ganz schön ein bisschen. Ich hab ein Virus, wenn das gerade über Server lädst, über meinen, dann macht's nicht, das ist dumm. Machst du mal einen Steam Workshop. Wieso leckt's denn bei den Leuten immer? Bei mir leckt's überhaupt nicht. Nee, ich hab auch überhaupt nichts. Deswegen wundert's mich. Ja, super, ja. Ne? 30 Sekunden noch. Und wie steht's bei mir aus? Boah, ich bin fast letzter. Spielst ja, du redest ja auch mehr, als dass du spielst. Ja, ich merk schon. Das klappt irgendwie nicht so. Lady hat 19 Kills, das muss was heißen. Multitasking eben. Ja, das geht halt nicht. Ich muss Lady nämlich zwingen, das zu machen alles. Oh, wenigstens neue Musik, Mensch. Das stimmt. Ja. Nette Sache. Komm, das ist das Highlight, komm. Mensch, es rockt richtig, ey. Hast richtig Bock auf eine neue Runde. Oh Gott, guck dich auf meine Ja gut, der mit Platz 1. Natürlich NOD, was denn sonst? Was denn sonst? So, was machen wir denn jetzt mal hier? Podpress. Ich hatte aber mit dem Spiel. Ja, okay, ich wollte alle Hill spielen. Hill gewinnt.